schön, herzlichen Dank. Und herzlich willkommen bei Belzig hält sich heute mit wirklich großartigen Gästen. Die Grünen-Chefin Claudia Roth gibt mir die Ehre, dann von RTL, dem Fernsehsender, gibt mir die Ehre Frauke Ludowig. Und dann kommt von der Universität eine besondere Freude, der Astrophysiker und Naturphilosoph Professor Harald Lesch. Super Gäste, gell? Sehe ich Ihren Gesichtern an. Boah, hat er mal Leute, ja? Ja. Meine Damen und Herren, Deutschland hat es ja bei der Fußball-Europameisterschaft leider nicht ins Endspiel geschafft. Das finde ich sehr schade. Aber kleiner Trost am Rande, beim Endspiel um den Euro sind wir garantiert bis zum Schluss dabei. Ja. Heimatland, verreck noch einmal, was war das für ein Gipfel in Brüssel, mit was für Ergebnissen? Banken können in Zukunft noch leichter und noch direkter und noch problemloser gerettet werden. Super. Aber ich frage mich langsam, was retten wir da eigentlich? Die Banken, den Euro, Europa? Oder retten wir nicht eigentlich nur diesen ganzen elendigen, verdreckten Finanzterrorismus? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Zur Erinnerung, die europäischen Steuerzahler haben in den letzten 4 Jahren bereits 5 Billionen Euro über den Tisch geschoben, direkt oder indirekt, ja, nur um die Banken zu retten. Ja. Und jetzt gibt es Nachschlag, es reicht nicht. Und jetzt gibt es noch mehr, nur damit sie weiter zocken können und nur damit wir uns bei denen weiter verschulden können. Und da sprechen Politiker dann allen Ernstes von Rettung, Heimatland. So breite Türen gibt's gar nicht, wie bei denen der Arsch offen steht. Ja? Ich verstehe es alles nicht mehr. Aber dafür gibt es jetzt ein Wachstumspaket, haben sie ausverhandelt. Ein Wachstumspaket, sehr schön. Nur frage ich mich, was soll da wachsen? Erst haben sie dem Taxifahrer das Taxi gestohlen und jetzt geben sie ihm Geld für Benzin. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Dieser Brüsseler Gipfel war so voller unberechenbarer Überraschungen. Da lobe ich mir doch wirklich den sogenannten Umweltgipfel von Rio. Ja. Ja, weil da war das Abschlussprotokoll schon ausgedruckt, bevor die Konferenz begonnen hatte. Ja, das war total verlogen und damit konsequent ehrlich. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es alles nicht mehr. Ja, es ist nicht mehr zu begreifen. Haben Sie am letzten Freitag, jetzt vor 4 Tagen am Abend, diese dramatische Bundestagssitzung gesehen? Alle ganz in der Nacht, gestresst, noch abgestimmt. Ja, verstehen Sie das noch? Ich verstehe es nicht mehr. Da verhilft Rot-Grün der Regierung zu einer Mehrheit für ESM und Fiskalpakt. Eine Mehrheit, die Regierung nicht mehr hat, eine Mehrheit für ein Gesetz, das aber wenige Stunden vorher in Brüssel bereits total geschottert worden ist, weswegen SPD und Grüne die Kanzlerin durchaus kritisieren, dass sie in Brüssel eingeknickt ist, ist sie ja auch in gewisser Weise allerdings für eine Lösung, die Rot-Grün wollten, weswegen dann die SPD und die Grünen die Kanzlerin wieder loben. Bitte Flosse hoch, wer das versteht. Ich nicht. Ich habe sie heute sehr hochprozentig machen lassen, damit ich nicht verzweifle an dem Wahnsinn. Ach, es reicht nicht. Aber vielleicht hilft mir ja mein erster Gast bei diesen komplizierten Fragen. Sie war dabei in der dramatischen Rettungsnacht im Deutschen Bundestag am letzten Freitag. Vielleicht hat sie Antworten, vielleicht versteht sie es. Begrüßen Sie bitte die Chefin von Bündnis 90, den Grünen. Begrüßen Sie bitte Claudia Roth. Frau Roth. Guten Abend. Bitte schön. So. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Frau Roth. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Wollen Sie sich schon wieder anwanzen? Nein, aber was haben Sie haben ja denn letztes Mal verkündet, dass Sie sich freuen, dass ich komme. Das verstehe ja, ich. Ja, freue ich mich aber auch. Aber dann haben Sie gesagt, aber ein Dirndl soll ich nicht anziehen. Habe ich gesagt, stehe ich dazu? Gedacht, jetzt zeige ich Ihnen mal, was Sie versäumen. Schauen Sie mal, wenn ich so kommen wäre, dann wären Sie doch geschmolzen, oder? Ja, aber das sind ja nicht Sie. Nein, das bin nicht ich. Ich meine, das wäre ein jetzt bisschen... Jetzt haben Sie tatsächlich, weil ich zum Schluss der letzten Sendung gesagt habe, bitte Frau Roth, kein Dirndl anziehen, haben Sie kein Dirndl angezogen. Und jetzt aber haben dann Sie, das Dirndl. Jetzt haben Sie das an, na, und dann muss ich Ihnen sagen, dann hätten Sie auch ein Dirndl anziehen können. Aber
egal. Frau Roth, herzlich willkommen. Ist das immer noch so wie letztes Mal vom Geschmack her? Ich denke, es ist dick besser. Ehrlich gesagt, das ist einfach. Willkommen, ja, willkommen bei Wählt sich, hält sich. Warum ist die rot und nicht grün? Ja, weil sommerlich und passt doch auch. Das ist echt grausam. Gell? Das leiden Sie, gell? Nö. Nee. Na, ich find's eigentlich doch. Also, warum schmeckt die eigentlich nicht? Was bezwecken Sie damit? Ich muss ja auf den Grund gehen. Ich kann Ihnen sagen, der Grund ist, die gemeinsame Demut verbindet Gast und Gastgeber. Aha. Das muss doch schon öfters antworten. Ja. Frau Roth, Sie waren ja dabei bei der dramatischen, ich habe mir den ganzen Freitagabend saß ich vor dem Fernseher, habe mir das auf Phoenix angeklotzt. Diese ernste Situation war ja geradezu panisch. Dann habe ich mir noch den Bundesrat neigezogen bis 23:30 Uhr. Ja. Alle waren im Biergarten, aber ich habe gesagt, bellt sich, Staatsbürger, ja. Ne? Schau zu, wie sie dich zur Schlachtbank führen. Wissen Sie noch, was Sie da tun? Ist das noch beherrschbar, das System? Was retten wir da? Also, ich würde jetzt, glaube ich, Sprüch machen, wenn ich sagen würde, von Anfang an würde ich immer alles total verstehen. Also brauche ich auch Leute, die mir versuchen zu erklären, wie das überhaupt kommen kann, dass da rumgezockt wird, dass Länder in die Insolvenz gezockt werden. Und natürlich, glaube ich, ist wirklich schwer, dass man dieses Ausmaß an Wahnsinn kaum mehr nachvollziehen kann. Aber ich glaube schon, dass ich verstanden habe, über was ich abgestimmt hätte. Sonst wäre es ja ein bisschen verrückt. Schlafen Sie gut seitdem überhaupt? Ja, nach dem Dings, da weiß ich nicht. Aber manchmal schlafe ich nicht so gut, weil das ist ja nicht nur am Freitag gewesen. Wir haben ja wochenlang auch mit der Kanzlerin, mit der Regierung gerungen mit ihr, um zu sagen, nicht wieder zaudern, nicht immer warten, bis es am Rand aber ist. Aber Sie sind ja früher in der großen Linie absolut mit Frau Merkel einverstanden. Naja, ich bin überhaupt nicht mit der großen Linie mit Frau Merkel einverstanden. Es geht auch ehrlich gesagt nicht, wie Sie gerade anmoderiert haben. Was? Dann, ja, ich habe ja zugehört. Ich höre ja zu. Jetzt werde ich. Also, was habe ich falsch behauptet? Du? Nee. Aber die Ehre. Nein, wir wollen es nicht übertragen. Ich bin ja älter, dann darf ich es du anbieten. Also. Stimmt. Also. Vor sechs Jahren hat er nämlich gedacht, er trifft mich mit meinem Alter. Nee. Doch, das habe ich nie vergessen. Beim letzten Mal? Ja, das war ganz gemein. Ah, hat sie es doch getroffen? Ja, und wie? Nein, das war nicht meine Absicht. Also, wir haben wochenlang. Da stehen wir doch drüber, oder? Ich habe gesagt zu Ihnen, Frauen ab einem gewissen Alter finde ich interessant. Na, es war andersrum. Ich habe gesagt, alte Scheune. Na, es war ganz andersrum. Ich habe gesagt, alte Scheune brennt doppelt gut. Das weiß ich noch. Das stimmt, das stimmt. Das habe ich gesagt. Das stimmt, ja. Und jetzt sechs Jahre später, wie sieht es aus? Passt schon, gell? Passt schon, ja, ne? Passt schon, was will man erwarten, ne? Also, noch einmal. Ja. Sie haben gesagt, es geht ja nicht darum, dass man jetzt Frau Merkel oder die Bundesregierung oder gar den Herrn Seehofer rettet, sondern es geht ja darum zu sagen, Europa steht am Rand, ist so. Ja. Und was kann man tun, dass dieses Europa nicht auseinanderbricht? Und das, ehrlich gesagt, das fände ich komisch, wenn man in so einer schwierigen Krise, wo es wirklich hart ist, wenn Sie mit Menschen in Spanien reden, wenn Sie mit jungen Leuten in Spanien reden, die gut ausgebildet sind, die dann erzählen, 50% der jungen Leute sind arbeitslos. Ja. Wenn sie in Griechenland sind und die Menschen da fragen, warum gibt es eigentlich in Deutschland so eine Griechenhetze, eine antigriechische Hetze, dann geht es mir nicht darum, oder uns geht es ja nicht darum zu sagen, was ist gut für Angela Merkel und für ihre Regierung, das Schwarz-Gelbe da, sondern dann haben wir wirklich überlegt, was kann in einer solchen Situation hoffentlich das Beste für Europa sein. Und da haben wir rumgerungen und da haben wir der Frau Merkel einiges abgerungen. Ich hoffe sehr, dass das was hilft. Aber es ist doch eigentlich, wenn man ehrlich ist, wissen wir, Sie haben nicht mehr viel Handlungsspielräume. Man kann keine Schirme mehr spannen. Jetzt, wenn noch was kommt, der Herr Hollande findet gestern mal zufällig 40 Milliarden, die ihm plötzlich fehlen. Ja. Es ist ja alles aberwitzig. Ja gut, beim Sarkozy war ja heute schon die erste Razzia. Ja, vorhin. Gerade vorhin. Heute Nachmittag haben sie. Heute Nachmittag, ja. Gut, 40 Milliarden wird man weil ihm die alte Witwe den Wahlkampf finanziert hat. Aber es wundert mich bei dem Zwerg gar nicht. Ne? Jetzt ja keine Beleidigung.
Beleidigung, Grossweiler, das ist nicht das Problem, wie groß er ist, sondern... Nee, aber bei der Gelegenheit kann man ihm da auch noch eins draufgeben. Nein, ich bin ja auch nicht groß. Das ist aber einfacher nachher. Ja, nee, es gibt genug andere Gründe. Ich dürfte sagen, weil ich bin selber Zwerg. Gibt es eigentlich ein Bier? Nein. Was? Nee, Bier gibt's nicht, wir sind öffentlich-rechtlich. Ja, aber insgesamt sind die Grünen... Also zum Beispiel, was man raus... Weil, sagen Sie mal was, ganz im Ernst, was man... Ich denke, wir sind beim Du. Das war, ist mir rausgerutscht. Ach so, gut. Gut, Herr Pelzig, dann nehme ich es wieder zurück. Jawohl, Claudia. In der Scheune. Nee, mal ernsthaft also, jetzt wir hier. Haben durchgesetzt, da war Frau Merkel unglaublich dagegen. Immer gesagt, nein, nein, nein. Und vor allem diese FDP. Wir haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass an den Finanzmärkten seit Jahren gezockt wird. Da wird rauf und runter gezockt. Das hört aber ja nicht auf. Die werden nicht in Verantwortung gezogen. Jetzt gibt es Finanztransaktionssteuer. Ja, gut, aber das hat gerade die Bundesregierung über Jahre, über Monate immer gesagt, nein, nein, nein. Gut, das war etwas, was wir dann mit der Frau Merkel verhandelt haben. Und ich hoffe, dass die so, wie der Fahrplan aussieht, obwohl nicht alle mitmachen wollen, dass glauben die Sie, im nächsten Jahr dass das kommt. Aber und glauben dann, Sie ganz grundsätzlich, Frau Roth, dass das System an sich noch zu retten ist? Welches System? Das Finanz, also unser System, das auf diesem Finanzsystem beruht. Also weil erstmal ja geht es mir darum. Sie als Politiker und Parlamentarier, die sich die sich ja wirklich bemühen, jeder, alle sind besorgt, aber sie hetzen doch der Entwicklung nur noch hinterher und werden doch wirklich, sind doch Getriebene von diesem 1%, die sich da die Taschen vollstopfen. Ja, das ist ja genau das Problem, dass wir gesagt haben, schon seit langer, langer Zeit haben wir gesagt, da muss eine Finanztransaktionssteuer her. Das ist auch nicht alles, aber es ist ein Teil, dass endlich einmal die zocken, auch mit in Verantwortung, da muss man viel trinken, ne? Dass die in Verantwortung kommen. Dann, es reicht nicht aus, nur zu sparen. Man kann auch sich kaputt sparen. Sparen ist richtig. Ja. Wir haben zum Beispiel gesagt, ja, wir sind auch für den Fiskalpakt. Das ist ja sozusagen, wenn wir sagen, wir wollen in Deutschland auch eine verantwortliche Haushaltspolitik machen, weil wenn wir jetzt alles ausgeben, was machen dann die nach uns kommen, die nächste Generation? Also soll es das in Europa auch geben. Aber reines Spardiktat geht auch nicht. Das hilft überhaupt nicht in anderen, die Arbeitslosigkeit zu überwinden. Der Jürgen Trittin, der künftige Spitzenkandidat der Grünen. Ja, wollen wir mal schauen. Mal. Der war ja auch vor kurzem hier, der Jürgen. Guter Mann. Guter Mann, hat gute Rede gehalten. Da sind wir jetzt auch beim Thema. Sie haben ja den Anspruch angemeldet, Sie wollen Spitzenkandidatin werden. Ach, und doch, mit einer parteiinternen Kampagne, die ich bemerkenswert fand, weil Sie wollten für sich werben. Sie wollen nicht, dass das ein Mann wird, sondern dass Sie es werden. Und haben eine Kampagne gestartet mit einem interessanten Plakat. Bei den Grünen können wir es mal sehen. Mit der schönen Frage, wer nervt mehr als Claudia? Das ist doch berechtigte Frage, hat sich oder? Da jemand gemeldet? Na, nee, oder? Bisher hat sich niemand gefunden. Mal, vielleicht können wir nochmal einen war Aufruf schon starten. Nein, glaube ich nicht, das ist sinnlos. glauben Sie, das war viel Selbstironie. Und das ist doch eine Kampfansage an den Jürgen, oder? Nö, das ist überhaupt keine Kampfansage. Also erstens glaube ich, dass das sowas von unwichtig ist. Nee, ist nicht wie unwichtig. Doch. Und hört bloß auf mit Tandem und Quartett, was Sie da jetzt wollen. Quartett, vier Leute an der Spitze bei den Grünen. Na, ja, Blödsinn, einer muss ran, hat der Kretschmann in der Bild am Sonntag gerade gesagt. Einer muss, ich sage Ihnen, der Jürgen, lass uns das den Jürgen machen, halten Sie sich zurück. Der Jürgen, ja, da. Einer muss es machen. Darf ist ich es? Einfach mal was sagen? Nee, jetzt rede ich. Nee, sagen Sie was, ja? Also, Sie könnten sich ja jetzt vielleicht auch. Ja, wer nervt mehr als Belzig, wollte ich jetzt sagen. Gell? Ja, gut, sagen Sie was. Aber ich stelle Ihnen daher, bis Sie aufgeben. Da müssen Sie aber viel also hinstellen. Sie wollen Spitzenkandidatin der Grünen werden. Herr Schwan, da ging es ja gar nicht drum. Also erstens ist das wirklich das Allerunwichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir ein gutes Programm haben, dass wir gerade in diesen Krisenzeiten auch nicht so tun, als hätten wir auf alles schwierige, einfache Antwort. Guter Satz, ja. Ja, das ist einfach so. Ja. Ist ja so. Und dann überlegen wir, doch, das ist doch richtig, dass man überlegt, wie kann man mit Menschen, denen